Scharf, pointiert, oft unbequem. Max Frisch war der öffentliche Intellektuelle seiner Zeit. Der Schriftsteller, ein politisch wacher Kopf, für viele eine moralische Instanz, der fragte, kommentierte und kritisierte. Auch seine Heimat hinterfragte er immer wieder. Und ich kann nicht sagen, dass mir beim Anblick eines Schweizer Kreuzes sofort und unter allen Umständen heimatlich zumute wird. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Nie, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich so scharfes Heimweh erfahren, wie als Wehrmann in der Armee, die sich unsere Armee nennt. Nicht nur große Reden, auch viel beachtete Interviews hat er gegeben. Ein Buch, das viele davon versammelt, erscheint in diesen Tagen. Mit dem Herausgeber und Präsidenten der Max-Frisch-Stiftung, Thomas Stressle, tauchen wir nochmals ein in die Zeit von Max Frisch. Er ist wahrscheinlich innerhalb der Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert die Figur gewesen, die, wenn sie sich zu Wort gemeldet hat, dann haben wirklich alle zugelassen. Also dann haben auch Bundesräte zugelassen, dann hat auch das gesamte Bürgertum zugelassen. Also wenn der Max Frisch sich zu Wort gemeldet hat, und das hat er häufig gemacht, dann ist er sicher gewesen, dass da auch ein Echo darauf erfolgt. Bundesräte hörten nicht nur zu, sie setzten sich auch mit ihm an einen Tisch. Ich möchte mir erlauben, Sie ganz direkt anzureden. Herr Furgler, Sie sind Brigadier, Sie sind Bundesrat. Sie haben eine Liebe zur Macht, eine glückliche Liebe. Und Sie wissen, dass es in der Welt etwas gibt, was sich der Macht entzieht, Kunst. Wir sitzen da als politische Gegner, aber nicht deswegen, glaube ich, ist der Dialog zwischen Künstler und Magistrat schwierig, sondern weil Ihrem Angebot, glaube ich, ein gewisser Irrtum zugrunde liegt. Darf ich den Irrtum kurz charakterisieren? Darf ich vielleicht jetzt auch noch einen guten Abend sagen? Ja. Er hat einerseits eine Sprache gehabt, die sehr zugänglich war, die nicht abstrakt war oder nicht abgehoben war, sondern sehr konkret, sehr präzise, auch sehr scharf zum Teil. Und er hatte eine politische Intelligenz, die ihm erlaubt hat, einfach Probleme zu erkennen und als solche auch zu benennen. In dem Buch finden sich viele Beispiele, die zeigen, mit welcher Klarheit Frisch Probleme benannte. Kollektivhass ist für viele eine Erlösung, eine Aufwertung irgendeines privaten Hasses, der den Hassenden moralisch belästigt und dann, umgetauft auf Vaterlandsliebe beispielsweise, hemmungslos sein kann. Ein Urgestein ist Max Frisch hierzulande. Aktiv nahm er am Zeitgeschehen teil. Nach ihm sei es still geworden, ist immer wieder zu hören. Einer, der Frisch schätzt, ist Jonas Lüscher, ein Autor, der keineswegs still ist. Wie äußern Sie sich politisch? Am liebsten mit einem politischen Essay, weil dort bleibt am meisten Zeit. Dort nehme ich mir auch viel Zeit. Also ich denke oft 2-3 Wochen über einen Essay nach, bevor ich ihn schreibe. Und schreibe manchmal tagelang dran. Und das ist genau die Sorgfältigkeit, die die Diskussion braucht. Vieles habe sich verändert. Einfacher sei es nicht geworden, meint Thomas Stressle. Es gibt sehr viel mehr Kanäle, auf denen so etwas passieren kann. Es ist nicht mehr so, dass ein Schriftsteller wie der Frisch hätte noch ins Schauspielhaus stehen und am Sonntagmorgen um 11 Uhr eine Rede halten und alle haben zugelassen und sind heimgegangen und haben sich überlegt, was da für Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Max Frisch setzte das Denken seiner Mitmenschen in Bewegung. Er verstand es, die Plattformen seiner Zeit für sich zu nutzen.